Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Wir stehen mitten im Wald. Das ist toll. Ja, das ist ja toll, dass Garda hier schon ein bisschen was gebaut hat. Mal gucken, wo es ist. Ich das so sehe bei der Forschung hier oben, dass hier ein Tankwagen läuft. Ist mir irgendwie völlig entfallen. Ich weiß gar nicht, ich habe das nie mit Tankwagen gemacht bis jetzt. Ich habe es immer halt mit diesen anderen gemacht. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum. Kann ich mich echt nicht mehr erinnern, wenn ich den nie benutzt habe. Vielleicht hätte das einen Grund, aber vielleicht war das auch einfach nur ziemlich sinnlos, was erforschen wird als nächstes. Ich wollte ja fliegen. Haben wir das jetzt etwa schon fertig? Ich hätte gerade das schon erforscht. Das wäre ja... Das hätten wir... Das bräuchten wir eigentlich als nächstes, aber dafür fehlt uns Robotertechnik. Alles klar, wird gemacht. Robotertechnik wird erforscht. So, hat er noch das Auto einstecken oder hat er das stehen lassen? Ist nicht hier, nicht da, ne, ne, ne. Wo? Kann man das auf der Karte irgendwie sehen, wo er steht? Also, ich meine, er ist ja scheinbar hochgelaufen, um, ja, vielleicht ist es das? Muss ich jetzt echt hinlaufen? Das hätten wir mal mitnehmen können. Oh. Vielleicht hat er gerade irgendwie Angst, dass ich die Folge jetzt irgendwie zu viele Sachen mache und wollte mich deswegen ein bisschen mit Rumlaufen beschäftigen. Ich finde das aber eine ziemliche Frechheit. Latsch, 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 ne? Ohne Ende. Hoffentlich stimmt das jetzt auch. Wenn ich jetzt da unten ankomme und das ist gar nicht das Auto, dann, dann kann man es alles wieder nach oben laufen. Wir sind nämlich auf jeden Fall jetzt schon ganz schön dicht dran, dass wir hier die erste funktionierende Eisenbahnstrecke bekommen. Da werden wir jetzt, ja, eine Lokomotive müssen wir noch bauen. Die Schienen haben wir schon. Das ist also nicht mehr viel. Ja, zum Glück steht das Auto wirklich da. Warum auch immer der das jetzt nicht mitgenommen hat. Einfach nur mich latschen muss. Naja, vielleicht hat er auch einfach nicht dran gedacht. Hoffe ich mal. Ich will ja nicht immer Leuten nur sowas Böses unterstellen. Nun ja, als nächstes brauchen wir dann natürlich hier so ein paar verarbeitende Industrien. Darunter fällt so die Raffinerie. Wo haben wir die denn? Da ist die Raffinerie. Dafür brauchen wir also, ja, es fehlt uns Eisen und Stahl. Beziehungsweise halt Rohre und Stahl. Aber das haben wir ja, das kriegen wir zusammen, das ist kein Problem. Und dann fange ich nämlich in die Richtung an. Garda kann gerne die Eisenbahn weiterbauen. Das macht er eh sehr gerne, glaube ich. So. Davon packen wir mal ordentlich ein. Und Stahl brauchen wir ordentlich. Da brauchen wir eine Ölraffinerie. Von diesen Chemiefabriken brauchen wir auch eine ganze Menge. Mehr Zahnräder, kein Problem. Zahnräder haben wir hier. Okay, die brauchen auch lange zu bauen, insofern lohnt sich das da ordentlich zuzuschlagen und dann suchen wir uns mal eine schöne Stelle aus. Bisschen schade für euch, dass es jetzt so dunkel ist gerade und ich hier die Nacht erwische, aber gut, irgendwas ist ja immer. Hier haben wir ein bisschen Platz, hier könnten wir das doch vielleicht machen. Würden wir hier so den ist zum Ausladen bauen oder wir bauen das hier von rechts an, ja? Das heißt, quasi von hier, das könnten wir auch machen. Ja, dann fange ich hier an mit der Raffinerie, dass die halt zum Beispiel nach hier kommt. Ach, vielleicht. Ich möchte doch eigentlich lieber in der Nähe von der Fabrik, von unserer Fabrik anfangen und nicht ganz so weit weg. Würde ich sagen, also fangen wir hier an. Dann. Grundlegende Ölverarbeitung, das wird natürlich später das Verhältnis besser, aber die Produkte, die da rauskommen, sind die gleichen. Und da müssen wir das Ganze umwandeln in den Chemiefabriken, weil wir brauchen vor allem am Anfang eigentlich nur Petroleum und später brauchen wir auch andere Dinge, aber davon sehr viel. So, das heißt, wir müssen das runterkracken, die anderen Materialien. Ja, haben wir das eigentlich schon erforscht? Wir können da bis jetzt nur Brennstoff draus machen. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen traurig. Ja. Wie machen wir das am geschicktesten? Wie sieht das mit der Forschung aus dahin? Fortgeschrittene, dafür brauchen wir die,
die grünen Fläschchen für zum, damit wir das Kraken erforschen können. Blaue Fläschchen bedeutet, können wir die schon bauen oder müssen wir die auch erst erforschen? Fläschchen? Nee, die können wir schon. Okay, und das sind auch alles Dinge, die wir grundsätzlich bauen könnten. Also vielleicht cancel das doch nochmal und ich kümmere mich erstmal um diese Fläschchenproduktion. Das heißt, wir brauchen ja rote Schaltkreise dafür. Die würde ich vielleicht in der Nähe von den grünen Schaltkreisen bauen, wobei in der Nähe ist gar nicht so einfach, weil ja darunter schon verbraucht ist der Platz und darüber verbraucht ist. Also würden wir das, wenn, hier oben hinbauen oder wir bauen das hier ganz unten hin. Ginge beides, ist eigentlich auch nicht so dramatisch der Unterschied. Dann, ja, würde ich eher dazu tendieren zu sagen, wir bauen es nach hier oben hin. Ja. Dann brauchen wir für diese Plättchen, brauchen wir, ach, das geht ja nicht. Na super. So viel zu dem Plan. Ich brauche erst Plastik. Toll. Ja, super mitgedacht. Dann müssen wir halt doch zuerst hier anfangen mit dem Bahnhof. Dafür nehmen wir dann, wir kommen dann von hier unten, ne? Würde ich sagen so, ne? Gut, dass Skada da schon hier schön welche einstecken hat. Wieso? Wieso geht das jetzt nicht? Ja, ich mache es dann doch nochmal zuerst als so Gebäude. Dann, da scheint es irgendwie weniger Probleme zu haben. So, und dann eine Wendeschleife. So, ja. Und dann brauchen wir etwas, wo das hier ausgeladen wird, gleich das ganze Zeug. Und bauen dann hier hinter die große Fabrik. Ja. So, das ist nicht die große Fabrik, die Raffinerie. Die Raffinerie kommt dann, hier haben wir ein bisschen Abstand, dahinter. So. Dann plane ich mal das ganze Cracking-Werk. Das heißt, es kommt jetzt hier. Das nehmen wir. Dann kommt hier oben. Naja, gut, das können wir gerade, glaube ich, gleich kaum beschreiben, wie das funktionieren soll. Deswegen müssen wir vielleicht erstmal wirklich nur das Plastik machen. Das mache ich dann nach hier unten. Der soll Kunststoff herstellen. Dann kommt das Petroleum da rein. Ich brauche Rohre, ein paar haben wir noch. Ja, ganz schön knapp, eins fehlt. Dann kommt da also ein Rohr dran. Und dann brauchen wir eine Kohlezulieferung. Kohle gibt es da, müssten wir allerdings trennen von dem anderen Band. Das machen wir, kein Problem. So. Und ja, vielleicht, wir könnten das Band auch behalten und das einfach hier drauf machen. Das wäre doch irgendwie einfacher, oder? So. So. Zum, kommt das alles weg. Können wir hier auch ein bisschen abkürzen, so. Und dann holen wir uns hier eine Abzweigung von der Kohle raus. Kommen wir hier unten jetzt eigentlich so nach meiner Planung hier noch vorbei? Nee, kommen wir natürlich nicht, ne? Aber ist ja kein Problem, wir kürzen einfach das ein bisschen. Das muss ja auch nicht, muss ich das ja nicht enger machen als nötig. Das ist das Schöne an diesem Planungsmodus, dass man das auch ganz leicht dann nochmal ändern kann. So. Ach, manchmal tue ich mich damit auch ein bisschen schwer mit dem Ding. Also,
bisschen nach oben und dann nach rechts. Ah, Mann, das war wohl schon wieder zu weit. Und hier muss ich dann vielleicht auch noch auch das Ganze entfernen, damit ich damit zur Rande komme. Jetzt nochmal. So könnten wir das Ganze... Na komm schon. Ah, jetzt stört er sich doch nicht an dem Auto, was da steht. Kann man hier einpacken, das ist ja kein Problem. Ja, machen wir es halt so. Und dann kommt das hier unten dran. So. Und das hier kommt dann noch weg. So. Okay. Dann, dann können wir das jetzt weiterbauen. Unsere Kohleanlieferung nach hier. Die soll hier vorbeilaufen. Natürlich die Kurve hier nicht vergessen. So, und schon haben wir keine Bänder mehr, weil wir keine Eisenplatten mehr haben, aber da lässt sich ja was dran organisieren. Eisenplatten haben wir als nächstes hier oben. Die werden wir früher oder später, natürlich muss das ganze Eisenband bis komplett nach unten laufen. So, jetzt drücke ich da einzeln drauf, damit das ein bisschen schneller geht. Okay. So, Bauroboter als nächstes, auf die freue ich mich nämlich auch ganz schön dramatisch. Und ja, dann kommt das nach hier und, so doch nicht. So, war jetzt natürlich klar, dass es genauso ist, dass mir jetzt hier eine Ecke fehlt, ne? Aber gut, es ist ein lösbares Problem. Da kommt dann gleich die Kohle runter. Dafür brauchen wir noch eine Unterführung an dieser Stelle. So. Und ja, dann kommt hier die Kohle drauf. Und stopp. Ehe sich das jetzt gleich hier in etwas Schlechtes umwandelt. Brauchen wir einen Splitter. Auch mal ein paar auf Vorrat bauen, die braucht man doch ständig. So. Dann kommt, wollte ich doch gar nicht, das Ding, die Kohle nach hier. Und das kommt einfach nach hier, so kommt das hier weg und dann sollte das von der Produktion her auch wieder passen. Dann kommt die Kohle nach hier und jetzt müssen wir überlegen, wie wir das mit der Abbeförderung am geschicktesten machen. Die könnten wir jetzt einfach hier kreuzweise drüber legen. Die bräuchten wir ja dann ja irgendwo nach da oben, wo wir dann die anderen Platten herstellen. Aber ich würde das hier oben gerne freilassen, eigentlich um das Crackfeld dahin zu bauen. Ich mache jetzt die Ablieferung erstmal nach hier. Ach, immer der Mangel an Förderbändern. Naja, hoffentlich erreichen wir hier noch irgendwas, bevor gleich die Zeit ausgelaufen ist. Ist auch schon eine Strecke hier, wo man schon darüber nachdenken kann, ob es sich nicht lohnen würde, hier mit dem Auto zu fahren. So, jetzt wollen wir erstmal wieder ein paar Förderbänder einstecken. Also es mit dem Eisenplatten auf jeden Fall, das scheint ja jetzt schon deutlich besser geworden zu sein, dass wir das Problem nicht mehr so sehr haben. Ja, da läuft die Zeit lang, bevor das hier völlig unerkenntlich ist, wo das hier herkommen bzw. hinführen sollte, baue ich dieses Förderband hier gerade noch zu Ende. So. Und dann kommt hier eben noch das Ding hin und hier kommt das hin. Und dann wäre hier unsere erste Plastik Produktion schon mal vorbereitet und da kann Gada dann ja weitermachen. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zur nächsten Folge. Tschüss.